Der Bedarf nach Storytelling ist so alt wie die Menschheit im Prinzip. Also seit die Menschheit sich sprachlich artikuliert, kann man im Prinzip sagen, gibt es auch Storytelling, also Erzählungen, also das Erzählen von Geschichten, das ist ja die deutsche Übersetzung, zu unterschiedlichen Zwecken. Von Anfang an kann es unterhaltende Aspekte haben, es kann aber auch Angst bändigen, ja, indem bestimmte Erfahrungen, die in Gemeinschaften gemacht werden, in Form von Erzählungen handhabbar gemacht werden. Man kann sich dazu in eine Relation setzen. Ja. Man kann aber auch sozusagen Identifikationsfaktoren, die für Gemeinschaften oder Gesellschaften dann in der weiteren Entwicklung von herausragender Bedeutung sind, in Form von Erzählungen tradieren. Das ist ein komplexer Vorgang, ja, der sich beim Erzählen von Geschichten abspielt. Und es ist natürlich ein anderer Vorgang, prinzipiell anderer Vorgang, als bei einer relativ kruden empirischen Vermittlung von Informationen. Ja, Sie haben das, was Sie zu vermitteln haben, was Sie vermitteln möchten, eingekleidet, ja, in eine bestimmte Verpackung. Ja, eigentlich sind Stories oder Erzählungen auch hübsch aufgemachte oder auch schrecklich aufgemachte Verpackungen von Inhalten. Dadurch, dass Sie das, was Sie vermitteln wollen, einkleiden in eine Erzählung, ein höheres Maß an Aufmerksamkeit. Ja, Sie können identifikationsstiftende Faktoren aufrufen. Leute können sich identifizieren mit bestimmten exemplarischen Figuren, ja, die in Geschichten vorkommen und merken sich das dann eben auch leichter und einfacher. Natürlich verändern sich die Geschichten, die erzählt werden, mit dem Verlauf der Geschichte. Ja, das ist schon klar. Aber man muss sich auch vor Augen führen, denke ich, dass an der Art und Weise, ja, wie Geschichten erzählen funktioniert, sich nicht allzu viel verändert hat. Ja, es gibt eine überschaubare Anzahl von, wie man sagt, elementaren erzähltechnischen Operationsformen oder Organisationsformen, die von Anfang an immer wieder zur Geltung gekommen sind, völlig egal zu welcher Zeit, völlig egal in welchem Medium. Ich will ein Beispiel nennen, damit Sie sich das vielleicht etwas besser vorstellen können. Jede Erzählung braucht einen Anfang und ein Ende. Ja, also das nennt man Sequenzbildung. Ja, welchen Ausschnitt erzähle ich? Ich muss klären, wer spricht. Ich muss klären, wer handelt, was ist das handelnde Personal sozusagen. Ich habe aber auch Formen der Standardisierung. Sie müssen eine Geschichte auch immer irgendwie motivieren, ja, damit sie Relevanz hat, ja, damit sie als Zuhörer oder Leser oder Betrachter verstehen, worin der Kern der Botschaft besteht, also was eigentlich erzählt werden soll. Und das ist von Anfang an eigentlich, soweit ich das sehe, immer die gleiche Aufgabenstellung. Medien sind ihrer Basisbestimmung nach natürlich Vermittler, Mittler, ja, Mittelstücke, die ich benötige, um Kommunikationen herstellen zu können. Und die verändern sich im Laufe der Zeit, also im Laufe der medientechnischen Entwicklung. Nehmen die eine spezifische Gestalt an und es ist ja allgemein bekannt, dass natürlich die Prägungen, die Grundvoraussetzungen, die Medien mitbringen und bieten, die Möglichkeiten, die sie bieten, natürlich auch auf die Art des Erzählens einwirkt. Nicht, also ich kann im Bild anders erzählen, als ich in einem Roman oder in einer Erzählung, in einem literarischen Werk erzähle. Ich kann in einer Twitter-Nachricht bin ich gezwungen, anders zu erzählen, wenn ich denn dort erzählen möchte, als ich das in klassischen Medien tue. Also die medientechnologische Entwicklung, die sich ja rapide beschleunigt hat, ja, im Verlauf der Menschheitsgeschichte sowieso, aber im Verlauf der zurückliegenden 50 Jahre, ja, sehr stark zugenommen hat. Also die immer größere Verfügbarkeit von Vermittlungsmedien hat natürlich auch das Thema Storytelling, also das Erzählen auf allen Ebenen, gleichsam explodieren lassen. Digitale Medien haben vielfältige Kanäle oder Optionen, auf denen ich mich artikulieren kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von Twitter rede, dann ist das eben ein Winzformat, ja, ein sehr kleines, das selbstverständlich auf die Art der Rede einwirkt, prägend einwirkt. Ja, wenn ich das nutzen will für Erzählungen, ja, muss ich mich auf dieses Manöver einlassen. Ich kann nicht groß ausholen, sondern ich muss auf den Punkt kommen. Wenn ich mir Facebook-Accounts angucke, ja, also so wie das eben seit den Zeiten der Timeline ja, etabliert ist, erzählt im Prinzip, und das ist ja auch Intention, ja, jeder User, jeder Nutzer, der diese
Plattform, dieses soziale Netzwerk nutzt, seine eigene Lebensgeschichte. In Form von Bildern und Texten, ja, und Verlinkungen aller Art. Ja, will sagen, das, was du da siehst, bin ich, so will ich mich repräsentieren. Das ist, wenn man so will, auch eine Erzählung, eine Selbsterzählung. Nur die Frage wäre, darauf wollten Sie ja wahrscheinlich hinaus, ist das schon erzählmäßig oder erzähltechnisch sozusagen ausgereizt, ja, was da an Möglichkeiten existiert? Und da würde ich sagen, das steckt noch in Kinderschuhen. Also das ist durchaus entwicklungsfähig.